fly. Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs. Only 7 euros. I mean, it's 8 songs. Only 7 euros. That means you give one free. We all like free, right? Cause we like freedom. Flying with the birds. Flying high, but I can't even drag myself. Ochi, ochi, ochi. Ich bin Phil Buckland, ich bin Koordinator der Linke Landesarbeitsgruppe Internationals, die diesen Party heute Abend so veranstaltet und eingeladen haben. Das ist ein Party, heute Abend wird in Griechenland gestimmt über das Referendum geben. Wir wollen das folgen, so es gibt viele Griechen bei unserer Gruppe, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir hoffen vor ein Nein-Ergebnis, aber wir wollen sowieso gemeinsam die Ergebnisse erfahren, diskutieren. Για των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. 41 χρόνια μετά Ich bin vor ein Nein. Ich glaube, dass also wir sehen, so wer auf welcher Seite steht, dass das Merkel und Schäuble versuchen, den Griechen zu diktieren, was ihre demokratisch gewählte Regierung macht. Die Regierung hat vor Nein aufgerufen und wir sind d'accord mit denen. Ich meine, allein brauchen wir viel mehr, aber ich glaube, was ein Nein sagt, es ermutigt das griechische Volk. Es sagt, ja, wir lassen uns nicht vom Troika diktiert werden, wir werden gemeinsam mit unserer Regierung gegen Austerität kämpfen. Nein ist der erste Schritt in diesem Kampf. Στο ότι υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση σε όλο τον κόσμο για τον τρόπο που διεξήχθη το δημοσίευμα και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό της υπηρεσίας, του Υπουργείου και των συναρμών και των συναρμών Es könnte und es wird. Die Frage ist, wie groß eine Wende können wir sehen? Wir hatten schon bei, zum Beispiel, wir hatten Demonstrationen vor 2 Tagen. Es gibt viele Internationalen in Berlin, die bei diesen Demonstrationen teilnehmen. Die haben große Interesse, was in Griechenland passiert. Nicht wenigstens die Spanier, die im November zu Wahlen gehen werden. Man schaut, so wenn die Griechen Nein wählen, vielleicht hat das auch Wirkungen in der Bewegung und in der Parlament. Wahl in Spanien im November. Und Zebra sieht man nicht, weil es alles auf Rot ist, aber Rot auf Rot. Ja. Ich finde, was noch wichtiger ist dass die Deutschen, die gegen Nein demonstrieren, sind ein Zeichen für Griechenland, dass wir sind nicht alle Merkel, wir sind nicht alle Schäuble. Wir sehen, am 20. Juni gab es Demonstrationen weltweit so in Solidarität mit den Griechen. Es ist interessant, dass die Griechen eher die 10.000 in Deutschland wahrgenommen haben als die 150.000 in London, weil es ist wichtig, dieses Argument zu stellen, die Deutschen sind nicht einig mit Merkel, wir haben Widerstand auch hier. Und so ist es nicht nur was zeigen, dass die uns bringen, es ist was wir zeigen, wie wir nach Griechenland liefen. Okay. Ja, das ist eine interessante Frage, was europäische Werte sind. Ob das Kolonialismus ist, ob das Sklaverei oder sowas. Es gibt viel, das Europa der Welt gebracht haben, das nicht unbedingt gut ist. Ich denke eher an die Werte von den Armen, von Arbeiter, aber Arbeiterinnen. Wir haben viel mehr gemeinsam mit den Griechen, die Nein wählen, mit den Griechen, die von Armut leiden, die von der Troika leiden, als mit Leuten wie Merkel oder eigentlich als mit den alten korrupten griechischen Regierungen. Στην αστυνομία από την πλευρά της έκανε ό,τι πρέπει έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να μην τύχει
Ja. So, ich finde so auch, man muss fragen, was für ein Euro, was für ein Europa verteidigt Merkel, dass er eher Europa ist, der Europa von Frontex, der sagt, Leute von Syrien dürfen nicht hier rein, eher Europa ist der Europa von Austerität. Das mag gut scheitern mit dem Scheitern der Euro, weil die Europa von Solidarität hat nicht mit Merkel gemeinsam, hat nicht von der Euro profitiert. Ich erinnere mich, als die Euro in Deutschland eingeführt worden sind. Werte, die vorher 1 Deutschmark gekostet haben, haben plötzlich 1 Euro gekostet. Wir haben für die Einführung des Euro bezahlen müssen. Und deswegen, ich finde, das Euro hat uns nichts gewonnen, gebracht. Wenn Griechenland zur Drachma geht, ist das nicht das Allerschlimmste, was in der Welt passieren konnte. Μια πολιτισματική, δημοκρατική συμπεριφορά. Ich bin aus Großbritannien, ich bin 20 Jahre schon in Deutschland. Okay, vielen Dank. Okay, danke schön. Tschüss. Αριθμό στους οποίους περιλαμβάνεται, εξ όσων γνωρίζετε, και περίπου 2 εκατομμύρια συνελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, όσο μας γνωρίζει οι άλλοι. Επί του συνολικού λοιπόν αριθμού πρέπει να είναι πάνω από 50%. I hope everything goes against no will prevail. I hope like that. Yeah. We will see. You're from Greece, yes? I am from Greece. Because, you know, it's not a matter of Greece. It's a European matter now. I mean, yeah, we all depend on these results. You're from Syrta? I am from Crete, Cretan Island. Yes? Yeah, I'm from this part. And I'm here just for an internship. Thank you. Okay. Liebe Genossinnen und liebe Genossen, liebe Gäste, ganz schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen euch zum Referendumsabend. Die Linke AG Internationals in Berlin, das ist eine Arbeitsgruppe, die Linke in Berlin zusammenbringt, aus verschiedenen Ländern, war damals Europeans in Berlin. Jetzt haben wir gemerkt, wir haben so Zulauf auch aus Ländern und Städten, die nicht in Europa liegen, geografisch. Und jetzt sind wir die Internationals in Berlin. Wir haben uns gedacht, es gibt ein ganz großes Bedürfnis, den heutigen Abend zu verfolgen, den heutigen Abend auch darüber diskutieren zu können, was passiert gerade in Griechenland. Ihr habt die ersten Hochrechnungen vielleicht schon gehört, es sieht alles ganz gut aus nach einem Nein, wir wissen es natürlich noch nicht. Aber wir dachten uns, es wäre schön, mit Genossinnen und Genossen, mit Gästen, mit interessierten Freundinnen und Freunden zusammen ein bisschen den Abend zu verbringen, zu feiern. Und ja, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Es ist tierisch heiß. This is the percentage. So 59%. This is the votes. 158,000. This means the participation. 53.5% of the population voted. Generally. This the votes that doesn't count to countries. And this is the right one. The right one. 260. Um 20 Uhr werden wir die Deutsche Tagesschau zusammenschauen und dann am 21 Uhr machen wir live. My name is Juan Maza. I'm a journalist. I'm coming from Spain. My opinion regarding the Greek referendum, I think that the answer should be no, because that will be more power to the Greek government and to the Greek people to deal with the European Union, with all of the thing of the money that had been borrowed, because until now the proposals that have been made by the European Union are not good for the Greek people, and no result can change the situation. Like, for example, 2 days ago, the International Monetary Fund say that maybe they can reduce the 30% of the debt, and it's funny because 1 week ago they were saying that was impossible. And now that was coming the referendum, they say, okay, now we're going to reduce the 30% of the debt. That means that if the no come, that even can be lower than the 30%.
okay, as a global conclusion, I think that the no will be a good answer, and as well will help countries as my country, as Spain, to give us the chance to negotiate as well the debt, because people in my country will see that the parties who are supporting a restructuration of the debt can be powerful and they can make the thing that they are asking for it. Ja, hallo miteinander. Ich begrüße euch mal ganz herzlich im Namen des Parteivorstandes hier im Karl-Liebknecht-Haus. Wahrscheinlich haben es einige mitbekommen, es sind im Moment gerade 15% der Stimmen ausgezählt. Und es ist so, dass die Zahl derzeit, und ich glaube, das gibt ein gutes Zeichen für das, was am Ende rauskommt, 60% sind für ein Nein. Das ist ehrlich gesagt so, dass nach der Stimmungsmache, die wir vor allem hier in den deutschen Medien erlebt haben die letzte Zeit, was ist, wo ich richtig froh bin, wo man auch, glaube ich, mal richtig schon anfangen kann zu feiern. Die Informationen aus Athen sind auch die, dass, wie schreibt NTV so schön, die Sieger in Anführungszeichen gehen auf den Syntagma-Platz. Ich glaube, und das ist einfach nochmal, glaube ich, das politisch wichtige Zeichen, es war eine Abstimmung über die Austeritätspolitik, nicht nur gegenüber Griechenland, sondern EU-weit. Und insofern ist, wenn das wirklich bei diesen 60% bleibt, ein unglaublich wichtiges Zeichen, dass den Institutionen, sprich der EZB, der EU-Kommission und dem Internationalen Währungsfonds, ein ganz klares Zeichen gegeben wird, in Griechenland wird diese Austeritätspolitik oder ich nenne es immer Kaputtsparpolitik nicht akzeptiert. Und was wir von hier aus, glaube ich, sagen müssen, es sind nicht nur die Griechen, die das nicht akzeptieren, wenn es bei diesem Votum bleibt, sondern auch wir akzeptieren das nicht und wir unterstützen, dass es dieses Nein, ich hoffe, es bleibt dabei, gibt. Und ich glaube, wenn es tatsächlich diese Ergebnisse so sind, dann müssen wir jetzt beginnen, europaweit, also EU-weit, den Kampf aufzunehmen. Und wir haben ja das große Problem, ich bin vorher von einem Journalisten gefragt worden, welche Rolle hat eigentlich die Linke in Deutschland? Ich glaube, dass die Linke in Deutschland eine sehr spezielle Rolle hat. Weil wer die Plakate gesehen hat, die in Griechenland plakatiert wurden, da ist immer ein gewisser Mann zu sehen, nämlich ein gewisser Finanzminister aus Deutschland, ein gewisser Wolfgang Schäuble, der nämlich der Hardliner bei den Verhandlungen war. Und es gab eine sehr schöne Überschrift, nicht gegen Deutschland, sondern gegen Schäuble. Und ich will es nur noch unterstreichen, es ist gegen seine Politik und gegen das, dass dieser Mann knallhart darauf besteht, dass Syriza Kürzungen bei der Rente vornimmt, dass sie die Mehrwertsteuererhöhung so machen, dass es die kleinen Leute treffen würde. Und das ist nämlich genau der Ansatz, den wir zurückweisen müssen, auch hier zurückweisen müssen. Und sollten es 60% sein, ich hoffe, es bleibt dabei, dann haben wir diese Zurückweisung. Ich meine, das heißt noch nichts, was dann morgen passieren wird. Das werden wir sehen, weil die EZB hat im Moment die Gelder nicht freigegeben. Das muss man einfach auch nochmal sagen. Und das heißt, ich meine, die SPD fängt ja inzwischen dran, an zu sagen, man bräuchte jetzt sofort eine neue Konferenz, eine Schuldenkonferenz. Ich will mal ganz klar sagen, alles andere, wie zumindest eine teilweise Streichung dieser Schulden, ist was dazu führen wird, dass Stück für Stück nach wie vor weiterhin quasi diese Austeritätspolitik bleiben wird. Und Syriza hat klar die roten Linien benannt und die Institutionen haben einfach so getan, als ob es sie nicht gäbe. Sie haben einfach gedacht, Syriza wird irgendwann was unterschreiben, was gegen die Menschen in Griechenland gerichtet ist. Und da kann ich nur sagen, ich bedanke mich explizit bei Syriza und Alexis Tsipras und Giannis Varoufakis, dass sie ganz klar die Position gehalten haben und eben nicht gegenüber den Institutionen eingeknickt sind, wie es ja irgendwie immer mal wieder hieß, sie werden das machen. Nein, es ist, wenn es tatsächlich jetzt bei den 60% ist, wird die Position gegen die Austeritätspolitik unterstützt. Und ich glaube, das ist was wir sehen wollen. Yeah, I think that can be a change. At least I think that
I am a person that I don't think that Merkel is stupid. I think that actually Merkel is a smart person, because if you are in this position, you must to be smart. And for sure that after all of this thing, they think that, okay, something is wrong, because it's going to affect their own interest. Like before, maybe they knew it that something was wrong, but now it's affecting their interest, and that maybe can change the situation. Quickly in English, because I heard there are people who don't speak German, right? Yes. You're very welcome. Great that you're here. We warmly invite you to this referendum evening. We in Berlin have a group which is called Die Linke Internationals, which brings together leftists from all over the world. We wanted to follow the evening together, to follow the results, to have a debate, and to get in touch, get in contact. So great that you're here. I don't know from which countries you are, but we can meet outside and have a talk. And at 8 o'clock there will be the German news, the German first news program. And then later we have some greetings, and at 8 o'clock we have a direct internet connection, 9 o'clock to Syntagma Square in Athens. So great that you're here again, and enjoy the food and welcome. The last poll says that the Conservative Party, the Socialist Party, that have been the party we have been always here, are equal as Podemos, the left party who is thinking similar to the Link or similar to Syriza, like they want to restructure of the DAP and so on. It's like the polls are saying that are equal. That means that no, we don't know what can happen. But if by the election day we have this situation, for sure that is going to be a coalition. And I guess this coalition is going to be Podemos and the Socialist Party. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei dem Referendum in Griechenland zeichnet sich eine klare Mehrheit gegen die Sparauflagen der Internationalen. Creo que ahora mismo se ha colectado el 30% de los votos, o el 40%. Hay un 64% de la gente que dice que no, pero que en media hora o en una hora, cuando esté recolectado más del 60%, siga siendo el no. Vielen Dank. Dankeschön. Anteil der Gegner bei mehr als 60%. Nein geworden, weil sie die Bedingungen der Kreditgeber für unannehmbar hielten. Das griechische Fernsehen zeigt erste Auszählungen aus den Wahlkreisen. Zur Stunde zeichnet sich ab, eine Mehrheit der Griechen hat mit Nein gestimmt. Kaum eine Abstimmung in den letzten Jahrzehnten hat das griechische Volk so gespalten wie diese. Ich habe mit Nein gestimmt wegen des Spardiktats, der Rentenkürzungen. Ich habe mit Ja gestimmt, weil ich will, dass wir in Europa bleiben. Doch vor vielen geht es um eine Grundsatzfrage. Wir entscheiden, ob wir mit Europa verbunden bleiben oder einen Weg gehen, von dem wir nicht wissen, wohin er führt. Zimmer will im Euro bleiben. Einen Bruch mit Europa sieht er in einem Nein zu weiteren Sparauflagen nicht, sondern ein Signal an die Europäer. Als Festakt bezeichnet er den Tag des Referendums. Ich bin sicher, dass wir für morgen einen Weg für alle Völker Europas geöffnet haben werden. Einen Weg der Rückkehr zu den Gründungsprinzipien der Demokratie und der Solidarität in Europa. Der Tenor derjenigen, die an ein Ja appellierten, wie auch Oppositionsführer Antonis Samaras, war ein ganz anderer. Mit einem Nein werde die europäische Zukunft Griechenlands aufs Spiel gesetzt. Heute entscheiden wir Griechen über das Schicksal unseres Landes. Wir werden Ja zu Europa. Entscheidend kann es auch sein, wie die anderen Eurostaaten auf das Ergebnis reagieren werden. Griechenland ist faktisch zahlungsunfähig. Zustand in Athen, jetzt live Peter Daniel. Wir sehen nach einem deutlichen Erfolg der Regierungschef Alexis Tsipras und seiner Strategie aus. Das ist ein bisschen ein Zitat, das ist ein Zitat.
Athen geplant ist. Vielleicht wird er hier auf dem Sintagma-Platz aufkreuzen, wo gerade die Vorbereitungen für eine solche Siegesfeier laufen. Sie hören vielleicht den Lärm im Hintergrund. Damit scheinen die Griechen Nein zu sagen zu einem Hilfsprogramm, das sie schon seit Jahren als gescheitert betrachten. Und riskieren damit unter Umständen auch das Ausscheiden aus der Eurozone. Jetzt blickt alles ganz gespannt nach Brüssel und nach Frankfurt. Wie werden weitere Unfallkredite gewährt werden, um die griechischen Banken am Leben zu erhalten? Wie lange noch? Lange genug, um weitere Verhandlungen mit den Geldgebern zu führen und zum Abschluss zu bringen? Werden die Geldgeber überhaupt noch mit den Griechen reden wollen? Die Chefunterhändler der Delegation wollen sich noch heute Abend oder morgen früh auf den Weg nach Brüssel machen, um Verhandlungen aufzunehmen. Die Frage ist, ob dort jemand mit Ihnen verhandeln will. Und damit zurück nach Hamburg zu Susanne Daumner. So, my name is André Freyr. I am from Lisbon. I am professor of political science and I'm here on the seminar about the radical left in the Rosa Luxemburg. And please say why you are here this evening in the Karl-Liebknecht House in Berlin. Well, as part of the seminar, the Rosa Luxemburg invited the people from the seminar to come here and experience this historical night in Europe about the referendum in Greece. So we are willing to know more about the result. So that's why we are here. Which result do you want? Well, of course, as a citizen and a citizen that is pretty sad and annoyed with the direction of Europe, of course, I want a no vote to win. And do you think that this result has any consequences of Europe and especially for Lisboa? Portugal. Yeah. So I think there will be consequences for Europe and for Portugal, and I sincerely hope that. And the expectation that there will be consequences, that is why my right-wing government is making campaign for the yes, because they don't want anyone in Europe that can win on an alternative. So that's why it might change. I hope it may change Europe. I'm not sure, but I hope so. We hope it together. Yeah. Zu den Reaktionen. Weder die EU-Kommission noch die Eurogruppe wollen sich auf der Grundlage von Hochrechnungen oder Teilresultaten äußern. Dann wartet das Endergebnis ab und bis da auf alles vor. Ein griechisches Ja wäre hier so verstanden worden, dass die griechische Bevölkerung mindestens im Grundsatz bereit ist, Reformen gegen Hilfszahlungen zu akzeptieren. Das würde neue Verhandlungen ermöglichen. Die wären bei einem Nein, wie es sich jetzt abzeichnet, völlig in Frage gestellt. Die von der griechischen Regierung geäußerte Erwartung, dass es nach einem Nein sehr schnell eine Einigung mit den Geldgebern geben könne, ist von maßgeblichen Mitgliedern der Eurogruppe schon vor Tagen zurückgewiesen worden. Viele in Brüssel befürchten jetzt eine weitere Verschlechterung der sozialen Lage in Griechenland. Die ersten Dienststellen der EU können für Bundeskanzlerin Merkel reist morgen nach Paris, um mit Frankreichs Präsident Hollande über die Konsequenzen aus dem griechischen Referendum zu beraten. Zu weiteren Reaktionen in Berlin, Tina Hassel aus unserem Hauptstadtstudio. Politiker aller Parteien werden heute dafür sorgen, dass ihre Smartphones noch genug Akku haben, denn nach dem immer wahrscheinlicheren Nein besteht erheblicher Gesprächsbedarf. Heute Abend werden sich auch hier keine Regierungspolitiker vor die Kamera wagen. Well, we have a right-wing government, a coalition between the conservative liberal center party and the conservative right-wing party, and they are very much on the pro-austerity front. So they are afraid that some people in other countries in Europe can win with the platform saying there is an alternative for austerity. So that's why they are campaigning for yes. Die
Kanzlerin wird ein Nein in eine noch schwierigere Situation bringen. Schon jetzt will ein Drittel ihrer Fraktion keine weiteren Hilfen. Dieser Widerstand wird nun noch größer werden. Einen Referendumsrabatt soll es nicht geben, heißt es. Nicht Europa habe sich schließlich von Griechenland abgewendet, sondern die Griechen von Europa. Triumphiert wird heute einzig bei der Linksfraktion. Für sie ist das jetzt der Testfall, ob man nun bereit ist, den Wählerwillen der Griechen zu respektieren. Und damit zurück zu Susanne Daubner. No, I don't think so. Well, of course, the situation in Greece is even worse. For example, the level of public debt vis-a-vis GDP nowadays, it's around 130%. In 2011, it was around 90%. So we have more debt now. More debt, more unemployment, less public companies. The public sector is compressed and decapitalized. So I think there is a huge propaganda campaign in Europe. Our situation is not best. What do you think? What is very important for Europe? What do you think? I think what is more important for Europe is that we can think that there are alternatives. There is not only one way. This is not a left-right issue. This is a democratic issue. You cannot have a democracy if you can only choose one path. So this is the main issue, and this should bring together people from the left and from the right fighting on democracy, because if you are saying to the people you can only choose one way, you are killing democracy. So that this is the big issue, more than the economics and the financial issue. Angesichts des Verhaltens der griechischen Regierung in den letzten Tagen ist man schon etwas verdutzt, wenn man jetzt hört, dass die Verhandlungen morgen gleich wieder weitergehen werden. Man muss sich mal vergegenwärtigen, Varoufakis, der Finanzminister, hat ja die Geldgeber noch vor wenigen Stunden als Terroristen bezeichnet. Und wenn man sich allein dieses Wording anhört, diese Art, mit Partnern umzugehen, die eigentlich helfen wollen, dann fehlt zunächst mal jede Fantasie, wie wir denn wieder zusammenkommen könnten. Wir müssen rauskommen aus dieser Klassenkampf-Rhetorik, die von den extremistischen Kräften in der griechischen Regierung betrieben wird. Wir müssen wieder zurückkommen zur Vernunft, zum normalen Prinzip des Miteinanders reden und miteinander Kompromiss finden. Aber die Grundvoraussetzung ist zunächst mal, dass die weiteren 18 Staaten sich ihre Meinung bilden und prüfen, ob sie weiterhelfen können und wollen. Helwig. Weil ich das Referendum nicht alleine zu Hause mir angucken möchte, das Ergebnis, sondern mit Leuten. Das finde ich gut. Das ist Demokratie. Ganz einfach. Eine hohe Wahlbeteiligung, eine hohe Beteiligung der Bevölkerung, also eine hohe demokratische Beteiligung und ein klarer Vorsprung für Oxy. Für Oxy heißt Nein. Ochi. 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 Und sag mal, was sollten wir denn hier in Deutschland machen? Ochi. Ochi. Und da müssen wir doch was machen. Ochi. Ochi. Well, I think perhaps the I think that the radical left parties in Europe are trying to present alternatives, but since they are so weak in electoral terms, I think they should make more efforts to build alliances with other left-wing parties, either the Orthodox Communists or the center-left Social Democrats or the Greens, because you cannot win with 10% or 15%. So this is my critical note on the radical left. Can you say your name and from where you are coming? Yeah. From where you are coming? I'm coming from Argentina. My name is Omar. Mm-hmm. And why you are here this evening? Because I'm visiting Germany, you know, for research reasons, you know, but I am here happy because we are living historical times, not just in Germany, in Europe, in the whole world, I think. Oh, that's yes. A very good opinion. Yeah. Yeah. But perhaps you can told us a little bit about the crisis in Argentina many years ago and
Yes, because I think we have many common traits, many common characteristics and experiences from Argentina and in Greece now, you know. And what is for me interesting is that in 2001 crisis in Argentina and today's experience in Greece, we can leave, you know, that history re-begin again, you know, and we are full of hope, I think, in these times, and we are full also of political expectations, you know. What do you say about the result of this evening? I think it was an amazing event, and I am wondering what is going to happen tomorrow, and I hope the Greek people is gonna make history. What now should we do in Germany and in Argentina and in? Always to discuss, to democratize, to make democracy, you know, and to organize, to debate, and to try to go beyond what it's supposed to be the world, but you know, this capitalist world. What is the next step? I think it's to widen democracy, to make democracy more complex, and to participate, to get the most of the people taking decisions, discussing, you know, and trying to invent or reinvent the world again, not only in Greece, in Europe, and in the whole world. And we should go on the street? Yes, yes, of course. Yes, I am always going. This is very important, I think. Yes, yes, because we need, I think it's important to know that the Greek people is not alone. There are many other peoples, there are many other persons organizing and militants trying, and common people trying to support what you are doing in Greece, in Greece. That is making history. Fine, thank you. Okay. Το όνομά μου είναι Γιάννης, έχω έρθει από την Αθήνα. Είμαι εδώ πέρα για να υποστηρίξω ένα μεγάλο όχι, για να αλλάξει κάτι στην Ελλάδα και για να μπορέσει ο ελληνικός λαός να ζήσει ακόμα καλύτερα, γιατί αυτό που τραβάει είναι πραγματικά ένα μαρτύριο και κάπως με κάποιο τρόπο πρέπει να αλλάξει. Εδώ οι φίλοι μου στο D-Link με βοηθάνε να περάσουμε καλά και να έχουμε μια πανηγυρίσουμε αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα, το 61% υπέρ του όχι στην Ελλάδα. Danke. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Nur ein paar Sachen möchte ich sagen. Also heute ist natürlich ein historischer Tag, ist nicht ein historischer Tag für Griechenland, für dieses abgelegene Territorium der Europäischen Union, sondern ist ein historischer Tag für das europäische Kontinent. Und ich werde erklären, warum. Seit den 70er und 80er Jahren hat keine Bevölkerung sich frei entschieden über eine Urabstimmung, über ein Referendum, über die fiskalische, ökonomische Politik der Europäischen Union. Kein einziges Mal wurde von den Völkern die Entscheidung getroffen, ob sie die neoliberale Agenda wollen oder nicht. Und heute fand sich so eine Entscheidung statt in Griechenland. Und Griechenland ist natürlich das Land der Europäischen Union, das am hartesten von dieser Krise und der Krisenpolitik betroffen ist. Es ist aber nicht als Land betroffen. Es ist sind vielmehr die griechischen Unterschichten, die arbeitende Bevölkerung, die Arbeitslosen davon betroffen. Es gibt, so wie in allen anderen europäischen Ländern, Schichten der Bevölkerung, also die höheren Mittelschichten, das große Kapital, die von der Krise und von diesen Politiken enorm profitieren und immer noch profitieren, also sowohl wie, also genauso wie vor der Krise. Und deswegen, ich greife jetzt diese Gelegenheit auf, damit ich etwas für mich ganz, ganz Wichtiges sage. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir hier in Berlin oder in Madrid oder in Paris oder in anderen europäischen Städten Solidaritätsaktionen mit irgendeiner heroisch kämpfenden Bevölkerung machen, sondern vielmehr darum, dass wir gemeinsam
diese Politik bekämpfen. Also in Berlin zum Beispiel gibt es Mietensteigerungen, gibt es prekäre Arbeitsverhältnisse. Es gibt echt viele Leute, hauptsächlich die jüngere Generation, aber nicht nur, die sehr, sehr wenig verdienen. Es gibt die Politik der Privatisierung. Mit all diesen Phänomenen sind wir alle in unserem Alter konfrontiert. Und deswegen müssen wir jetzt eine Organisationsform finden oder erfinden, die fähig dazu ist, unsere lokalen Kämpfe in den europäischen Städten und auf dem, in den europäischen Ländern zusammenzufügen unter einem gemeinsamen Dach. Deswegen hat vor einigen Monaten die Europäische Linkspartei dazu aufgerufen, Allianzen gegen die Austerität in jedem europäischen Staat und in jedem europäischen Land aufzubauen. In diese Allianzen gegen die Austerität müssen, das ist ihr Zweck, ein breiteres politisches und soziales Spektrum ansprechen. Das Beispiel von Syriza, das als ein Bündnis kleiner, hauptsächlich kleiner linken Parteien angefangen hat, muss in jedem Land irgendwie spezifiziert werden und realisiert werden. Also wir müssen die lokalen Bewegungen zusammenbringen, so dass sie als Organisation in einem breiteren politischen und sozialen Lager aufgehen. Das ist extrem wichtig. Sonst werden wir hartnäckig besiegt. Also unsere Feinde, das große Industrie- und Finanzkapital, hat sich schon institutionalisiert, hat schon einen Staat oder mehrere Staaten, hat repressiven Staatsapparaten, hat ideologischen Staatsapparaten. Wir müssen genau diesen Formen, unsere authentische Formen, gegensetzen. Was jetzt in Griechenland also passiert ist, fast 60%, ach, der war übrigens Kommilitonen an der Universität, an der ich studiert habe, der ist der Vertreter der Neue Demokratie jetzt, also der jungen Organisation der Neue Demokratie, der konservativen Partei. Was wir jetzt habe ich den Fall. Was jetzt in Griechenland passiert ist, also dieses Nein, das klar vorgetreten ist, müssen wir so betrachten als eine Station in einem gemeinsamen europäischen Kampf, den wir gemeinsam organisiert und durchdacht weiterführen müssen. Das wollte ich sagen. In Greece, I think that what is perhaps something since Argentina or from Argentina, Argentinian crisis, is that we need to organize ourselves, we need to build a new politics and to try to go beyond what is supposed to be the real world, to build a new world. Wir sagen danke den Griechinnen und Griechen, weil sie haben den ersten Schritt gewonnen in einem europäischen Kampf für uns. Efkaristo! Ochi! 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 Thank you! Thank you! Ja, du bist heute hier im Karl-Liebknecht-Haus und warum bist du hergekommen? Welche Erwartungen hattest du? Wow, eigentlich, ich könnte nicht Besseres bekommen als die Ergebnisse, die wir heute bekommen haben. Also ja, zu sagen, dass ich das erwartet habe, das ist nicht genau so, aber ja, das ist sehr gut. Ich freue mich unglaublich drüber. Welche Konsequenz kann das haben hier für Europa? Ich finde, die ganze Weltentwicklung. Ja, eigentlich finde ich, dass die Zeiten ändern sich. Westeuropa oder Nordwesteuropa wird langsam herausfinden, dass es nicht so weitergehen kann, wie es bisher gegangen ist. Und ich glaube, das ist ein großer erster Schritt in diese Richtung. Ja, das hat er getan.
was jetzt diskutiert worden ist. Reicht uns nicht. Wir müssen aber ja sehen, es gibt auch 18 andere Mitglieder der Eurozone und die haben ihre Position, die haben auch ihre Parlamentsdemokratie. In einer Währungsunion gibt es nur geteilte Souveränität. Die Souveränität in der Währung teilt man mit den anderen Mitgliedern der Währungsunion und da braucht man einen Kompromiss. Denn bis jetzt hat die Regierung Athen jeden Kompromiss verweigert. Sie haben sicher heute, Herr Tsipras hat heute, ein starkes Resultat erzielt, aber das bringt ihn nicht in eine starke, sondern eher in eine schwache Position, weil er muss jetzt erstmal mit diesem Resultat im Rücken die 18 anderen überzeugen. Ich hoffe, dass ihm das gelingt, im Interesse der Menschen in Griechenland. Hast du die Hoffnung, dass sich durch den Wandel jetzt zum Beispiel Griechenland, dass sich was auch für Israel ändert? Eigentlich nicht. In Israel die Probleme gehen um was anderes. Es geht um Repression, es geht um Apartheid, es geht um Sachen, die wirklich, also wir sind noch in Israel nicht in der Lage, um diese Art Änderungen zu unternehmen. Hoffentlich wird es in einer die vorkommende Phasen noch geben, aber momentan sehe ich schwer aus. So, die Regierung in Israel hat es also schon immer benutzt oder ausgenutzt, um die Bevölkerung abzulenken von also wirklich unglaublichen Privatisierungen. Jetzt gibt es einen großen Erdgas-Deal, die wirklich nur einfach den Gas den Reichen einfach zu schenken. Und das natürlich will die Regierung davon die Bevölkerung abzulenken. Und das machen sie auch, ja, das stimmt. Nein, Wissenschaftlerin. Wissenschaftlerin? Ja. Aber du bist auch Künstlerin. Hobbykünstlerin, würde ich sagen. Ja, zusammen mit arabischen und israelischen Künstlern gemeinsam ein wunderbares Konzert gemacht und du warst eine so wunderbare Sängerin. Das oh, vielen Dank. Sagen. Ja, also wir haben ein Konzert produziert und wir machen es also ab und zu, um Gelder für Gaza zu sammeln, um Gelder für medizinische Hilfe in Gaza zu sammeln. Und ja, da bin ich die Künstlerin. Und außerdem in meinem Alltagsleben bin ich Wissenschaftlerin. Israeli und iranische junge Menschen hier in Berlin gemeinsam. Ja, das stimmt. Aus dem Stand heraus 500 Leute auf die Straße gebracht in super toller Stimmung und du hast immer gute Position. Ja, the Iranian-Israeli Circle against sanctions, war, occupation and state oppression, das war eine sehr tolle Gruppe und da ging es auch darum, dass die Regierung beide in Israel und in Iran die Bevölkerung für ihre Menschenrechtsverletzungen ablenken, damit sie aneinander zeigen und sagen, ha, das ist unsere Feind und nicht wir selbst eigentlich. Wie findest du den Regen? Prima, ja. Ich bleibe hier im Regen. Also, tschüss. Internationale Solidarität.